Oh, Hannah. Ist das ein Jahres-RP? Nein. Warum denn jetzt AP, Bruder? Das Spiel, das AP ist so ausgelutscht. Night Security, Leute, Night Security. Hallo? Das ist gar nichts, okay. Auf jeden Fall sind wir heftige Security, mehr schon. Tsuchi! Da fährt es auch ein Bonner, weißt du? Ja, scheiß auf. Scheiß auf. Haben wir uns Seward? Ja, definitiv. Erstmal ab in den Kühlschrank. Erstmal hier. Okay. The cake is a lie. 7. Okay. Okay, sehr. Oh, okay. Oh, die Load, oder? Holy shit, ich muss das leider machen. Jetzt geht es anders laut. Okay. Boah, das ist ja mal ein Klo, Alter. Einfach nur ein Klo. Damn, we hit it. Hallo? Haben wir das angezogen? Damn, she's still sleeping. Natürlich muss ich arbeiten, die faule Sau. Immer, immer. Der Mann muss aber arbeiten gehen, Leute. DJ die Reihe. Fit check. Yeah. Ich denke die Phantom, Alter. Noch eine Ho? Das ist ein Kind. Warum hoffe ich mich so neben das Kind, Alter? Voll weird, Mann. So, kann ich das einfach ab oder was? Nope. Schlafen wir weiter. Überraschung auf die Schule! Ah, der Kühlschrank ist noch offen, jetzt verstehe ich's. Happy, 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 happy birthday! Also hat ein Kind von uns Geburtstag, okay? Sieht so aus. Hallo? Also bis jetzt habe ich... Ich verstehe... Ah ja. Abreißen. Abreißen. Happy Bachelor's Kalender. Ha, versteht ihr? Macht alles. Alles Gute. Schrank. Ah, guck mal. Mach mal 35, 26 Oktober, okay. 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 Da ist einer. Die Straße komplett leer, kein Mensch auf der Straße, kein Mensch am Fenster, nirgendwo. Wer war das? Ist das die nicht Ablöser? Hallo? Ich nehme erstmal einen Snack, Alter. Erstmal einen Snack holen. So, was nehmen wir uns denn hier? Boah, das blendet voll die Scheiße. Eine PPC.
Einmal nur gut an Pepsi. Oh, was denn sonst? Hallo? Rechts ist der Überwachungsraum, ist mir schon klar. Dann lass ich erstmal aufkommen sind. Es ist Mitternacht. Feueralarm überprüfen und Türen abschließen. Nicht im Bad ausschalten, Leute nach Hause. Hey, dann macht das mal. Was sind am Hund in Ruhe? Kann mir nicht merken. Also noch sind Leute hier, okay. Feueralarm überprüfen, was wir überprüfen denn Feueralarm? Vom Geico Ojiki, dem ehemaligen Wachmann, fehlt jede Spur. Er hat wahrscheinlich gekündigt. Gut so. Deshalb zähle ich jetzt ab jetzt auf Sie. Das Unternehmen hat eine Regel, dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Was für eine Regel, Alter. Oh Mann, diese Regel ist echt scheiße. Ich wünschte, ich hätte die nicht bei mir auf Arbeit. Das Unternehmen hat eine. Überprüfen Sie die Uhr, Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie. Hab ich schon gemacht. Es ist Mitternacht. Es sind noch Leute hier. Oder? Es sind noch Leute hier. Es ist Mitternacht. Let's go. Ist alles dunkel. Bro, hast du kein Privatleben? Raus hier, du Stück Scheiße. Bernd, verpiss mal. Bernd. Ach, sie müssen der neue Nachtwächter sein. Verpiss jetzt. Es ist nach 12 Uhr, kriegst du nicht mehr schon bezahlt. Krieg nicht so viel Energie und verpiss jetzt. Es ist schon so spät. Tja, dann können wir die an. Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Tisch ab. Keule. Hast du gerade die Dose auf den Boden geschmissen, du Hund? Nee, hast du nicht. Okay, also. Wir haben ihn besser im Auge, Leute. Solchen Leuten kann man nicht vertrauen. Tschüss. Also Leute, ich sag's schon mal jetzt. Das Game ist absolut nichts für mich. Und Türen abschließen. Also Leute, ich sag's jetzt schon, dieses Spiel ist absolut nichts für mich. Hier ist kein Mensch. Das ist ein Fahrstuhl? Ah, vielleicht kann ich mal schnell rennen. Die Musik läuft jetzt immer noch. Bernd! Wo bist du, Bernd? Bernd! Bernd! Wo ist Bernd schon wieder? Bernd, bist du kacken? Okay, ist er nicht. Du müsst doch nachgucken, wir sind der Wachmann. Das ist ein riesen Pissoir.
Game gefällt mir gar nicht. Das Game gefällt mir gar nicht. Alles normal. Oh, jetzt steht immer noch Leute. Wo denn? Ganz und gar nicht. Boah, soll die Tür. Soll die Tür, durch die ich gelaufen bin. Oh, ja, no. Alles nochmal. Oh Mann, Leute, ich sehe mich schon. Das Tür geht zu. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schön. Das Ganze was? Das Ganze ist doch geil. Nee. Das ist nicht für mich. Ah, ich muss ein Licht ausmachen. Wo ist hier noch einer? Licht im Bad ausmachen? Spooky scary skeleton. Ah, hier. Mach schon das Licht aus, hier. Weird ass. Ich hab noch nie mein Leben so einen komischen. Das kann einfach. Ich bin definitiv einfach, Mann. Also, die Tür gehen wir noch rein zu. Wer macht denn Lichtschalter ganz nach hinten am. Also, du musst jetzt mal reinlaufen mit dem Vorlichtschalter in die Ecke. Was macht der Lichtschalter da hinten? Du musst blind nach da hinten laufen oder was? Währenddessen rutscht du auf Pisse aus und lass mit deinem Kopf im Pissoir. Der Band ist doch kacken. Alles sicher. Alles gut, wir gehen zurück zum Wächterding. Okay. Was sind das für Geräusche, Alter? Wen habe ich noch nicht aus. Ich seh da keinen mehr. Wo sind denn welche hier? Also so ein Geräusch kriegt man also denn als Wachmann, okay, gut zu wissen. Da kommt irgendwas. Die Musik wird so angelassen. Wo denn? Wo sieht er denn hier welche?
kann man alle Türen machen. Licht im Bad ausmachen haben wir. Feueralarm überprüfen und Türen, haben wir auch. Leute nach Hause schicken. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen Faulenzer? Die Geräusche fallen mir gar nicht. Die Geräusche fallen mir einfach absolut gar nicht. Ist jemand scheißen oder was? Hä? Ich würde einfach die erste Etage alles komplett abschließen. Also lassen. Hallo, für raus. Hey. Die erste Etage komplett abschließen und die zweite Etage lassen, weil wer zuerst die erste Etage sieht, denkt schon, okay, die zweite Etage wird wahrscheinlich dann offen sein. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist wahrscheinlich alle gleich nach Hause. Smarter Boss. Bernd. Bernd. Wir kacken. Bleib es, wir scheißen. Oh man, diese Lichtschalter sind echt so weird, Alter. Wer macht denn diese Wichtschalter an die anderen? Das ist die dümmsten Lichter, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Die dümmsten. Mit Abstand die dümmsten. Mit Abstand, mit Big Ass Abstand. Wir kontrollieren nur die Feuermelder. Yep, check, alles normal. Funktionieren nicht wie immer. Okay. Mein Lieblingssender. Der ist bestimmt heiß. Raus hier! Nochmal. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann halt absolut nicht einschätzen, was bei dem Spiel kommt. Leute, geht immer hin. Freaky ass bitch. Es gibt Mann, es ist nach 0 Uhr. Verpiss dich, es wird nicht bezahlt. Ich könnte eigentlich hier bleiben. Wenn es bezahlt wird, machen wir for free. Du bist echt cool. Hier, gib dir meine Nummer. Big Cap, so funktioniert es dann. No way. No way. Ey, danke für die Rose, fürs Team, vielen Dank. Sorry, hab ich jetzt das gesehen, I'm sorry. Danke für die Geschenke. Wenn wir keine Kontaktdaten austauschen, werde ich auch nicht gehen. Damn, die kann ich mal meine. Die Adresse haben. Verstehst du wahrscheinlich? Die Adresse. Was hast du das mit dem schönen Gewehr? Danke fürs Einschalten. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Boah, dieses Herz, den ich mir vergeben. Sorry, girl. Aber dreh mal um jetzt und verpiss mich mal, ich muss hier das ganze Haus kontrollieren. Tschüss jetzt. Oh, ja. Tschüss jetzt. Guck mal, so schnell geht's in Japan oder China, wo wir auch immer sind.
So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Auch wieder diese Herzen sind aber echt weird, ist. Also wer um 0 Uhr auf Arbeit hockt und du als Wachmann die rausschmeißt und sie sagt, gib mir deine, lass uns unsere Daten tauschen, ist crazy, guys. Warte mal. Finger weg. Das kann nicht gut sein. Immer stimmt da einfach absolut gar nicht. Die Leute, pass auf, die will jetzt zwischen Flur stehen und will meinen Cock. Alles gut. Überraschung. Peekaboo, was ist das? Sag uns ein Gentleman für Gewehr. Ich kann mich aufschließen. Um 0 Uhr, danke für die Rose, was das ist mit Schokobär. Wer ist um 0 Uhr noch auf Arbeit und gibt dann einfach dem Wachmann seine Handynummer, wo das ist anders weird. Dann lässt er sie auch noch gehen, weißt du, was ich meine? Dann lässt er sie auch noch einfach gehen. Ohne mal Nu zu verschicken oder sowas, weißt du? Mann, wo ist die Musik, wenn ich sie brauche? Noch eine Etage? Gibt's noch eine? Noch kurz nächstes Mal bei der Etage, wa? Ich glaube, wir gehen jetzt hier runter. Okay, guys. It's going down for real. Banker weiß ich, oh, jetzt kommt was, jetzt kommt was, jetzt kommt was, jetzt kommt was, jetzt kommt was. Bitte geht vor. Boah, aber hier stimmt was nicht. Immer stimmt hier nicht. Der eine Gang fehlt. Hä? Hier fehlt ein Gang. Aber wir sind im dritten Floor. Noch ein Floor. Oh, was ist hier? Yo. Der Gang gefällt mir nicht. Wo kommt er mit Stöcke schon und sagt dann einfach, ich habe seine Frau und sagt, ey, wir müssen morgen fertig werden. Ich habe vieles gespielt und jetzt habe ich Angst, mich umzudrehen, weil hier ist irgendwas. Was heißt denn jetzt hier Hinduga, Leute? Was heißt hier Hinduga? Warum steht einfach eine random Leiter? Einfach eine Leiter. Hinduga. Einfach eine Leiter. Nicht zwei, nicht drei, einfach eine. Boah, Leute, ich kann dieses Spiel nicht. Ich und Horror Games ist ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ich hab keine Ahnung, wie schlimm es für mich ist. Ich hab wirklich keine Ahnung. Und wer die der Lichtschalter turn up und saft. Warum lass die meinen Kaken auch mal Licht an? Das ist einfach automatisch. Die sind doch in China hier. Geh hin, Luga. Ich hab einfach keine Ahnung, was hier passiert in dem Spiel. Ich kann halt nichts vorhersagen, gar nichts. Ich hab wirklich keinen Plan. Das Problem ist, deswegen hab ich einfach Angst vor allem.
Die Hinduga. Oh, da. Oh, sorry, Bruder, tut mir leid, wenn du fett am Scheiß. Hier Hinduga. Jetzt müssen wir beim Kacken stören. Oh nein, das macht ihr, Leute. Das macht ich nicht. Das macht ihr. Das macht ihr. Das macht definitiv ihr. Hier Hinduga. Hier Hinduga. Sind wir noch kacken? Jetzt haben wir das Licht ausgemacht und lassen jetzt einfach da drin kacken oder was? In der Dunkelheit. Wir sind richtige Savages. Wir sind richtige Savages, Bruder. Der arme Junge, er kackt gerade einfach im Dunkeln. Er kackt einfach im Dunkeln. Er kackt einfach im Dunkeln jetzt. Er ist einfach ein Hi, scheiß sogar. Leute, ich und Horror Games wirklich, das ist eine Kombi, die geht gar nicht klar, wirklich, die geht absolut gar nicht klar. Hi Hinduga. Hi Hinduga. Hi Hinduga. Oh Leute, ich bin das Game nämlich auseinander. Wer hustet hier? Hallo, wer tut hier Husten tun? Bist du der hier hin sogar auf dem Klo? Der gerade was sich leer geschissen hat? Bist du der Huster? Hier Hindu Elevator? Dem Fahrstuhl ging es gar nicht gut. Lass mich jetzt ja unmöglich kacken, den Typen. Kommt jetzt? Ach, ich kann die Zahlen drücken. Es geht bis zum 11. Hallo? Hallo? Sind wir im vierten? Hier hin sogar? Für den vierten? Für den ersten? Hä? Eins. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ich war ein bisschen. Oh mein Gott. Wir hätten ihn einfach nicht kacken lassen sollen, Leute. Wir hätten ihn nicht kacken lassen sollen. Das haben wir davon. Das haben wir davon. Oh Leute, wir hätten ihn einfach nicht scheißen lassen sollen. Wir hätten ihn nicht scheißen lassen sollen. Und das alles nur, weil das Licht angelassen hat. Ich muss egal, ich bin hier der Wachmann. Ich muss hier gar nichts ersetzen. Gar nichts. Ich chill unten in meinem Kontrollraum und mach den hier.
Der setzt sich jetzt aber. Habe ich rein zufällig eine Leuchtstoffrohr dabei? Da gehe ich rein. Da gehe ich definitiv nicht rein. Da gehe ich rein, Leute. Könnt ihr vergessen. Das könnt ihr ab. Ne. Da gehe ich rein. Da gehe ich definitiv nicht rein. Da geht. Ne. Rest in der Ecke. Tausendprozentig. Aber was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt einen aus dem Büro holen? Deswegen, da kommt safe irgendwas jetzt. Schön, weißt du? Aufs nächste Klo? Videoräume weiter checken. Haben wir hier schon gewesen auf der Ebene? Wie war's? Ich hab grad erzählt. Ja, Bro, und hier gehe ich definitiv nicht durch. Und guck mich hin. Ich frag mich, wie Leute sowas spielen können, einfach normal dabei hingucken können. Ich kann sowas nicht, ich kann's nicht. Retalk, ich kann's nicht. Bro, hockt da einfach, als wäre es ganz normal, Bruder. Das Licht flackert komplett im Dunkeln. Er chillt einfach. Als wäre es der normalste Montagmorgen. Ich geh nicht. Mr. Wong? Sieh schon wieder. Mein Chef will, dass morgen früh alles erledigt habe. Das schaffe ich nie. Ja, dann schaffst du halt nicht. Bruder, er kommt zur Arbeit. Der Chef sagt, er muss morgen fertig haben. Ihm werden keine Überstunden bezahlt. Bruder, ich würde schon längst den machen. Bip und würde nach Hause gehen. Da wäre ich halt morgen fertig. Weißt du, ob er jetzt auf Arbeit unbezahlt nicht fertig wird, ob er jetzt auf Arbeit unbezahlt nicht fertig wird oder morgen unbezahlt nicht fertig wird. Weißt du, was ich meine?
Piss mal jetzt, Mann. Bis morgen, tschüss. Er ist so dead. Er ist so dead. Wow, er ist so dead. Er walkt da straight durch, es juckt ihn nicht. Er walkt da straight durch, als wär's nichts. Das Game nimmt mich, Leute. Hier raus in der Attacke! Man, warum teasen die da was an dem scheiß Fenster, an der Dreckstür und dann kommt nichts? Es nervt mich. Warum kommt denn nichts? Warum? Warum kommt denn nichts? Ich muss so spielen, natürlich. Ich muss halb hingucken und dann passiert mir nichts. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Ich mach das Ding von mir hin, denn so verpiss mich im Nu. Verpiss mich im Nu. Keine Ahnung. Du hast den schönsten Glühbirne, Alter. Das ist eine Leuchtstoffröhre, bitte, Fans. Es hat aufgehört. Gar nicht. Und warum ist das denn hier ein Raum? Oh, natürlich, genau das. Warum? Hier geht rein, Leute, hier geht rein. Okay. Alles gut, Leute, hä? Ist ja nur ein Flur. Ist ja nur ein normaler Flur. Ist ja nur ein normaler Flur. Ganz normaler Flur. Jetzt gehen wir ganz normal zum Fahrstuhl und verpissen uns in unser Dreckskabuff. Vorher noch kurz eine Pepsi mitnehmen, Alter, eine PPC und dann. In den fünften muss ich durch alle Dinger durchgehen. Oh, oh, oh. Noch ein Flur? Oh Mann. Spiel ist scheiße.
Ich schwör's, ich hätte die Zeit auf Floor 1 so genießen müssen. Ich wusste noch nicht. Ich sollte im Elektroraum nach dem Rechten gucken. Sehen. Stotter! Bruder, ihr seht gar nichts! Du siehst einfach gar nichts, Bruder, du siehst da nichts! Ihr geht vor. Ist das Elektroraum? Hallo? Hallo? Das scheint der Elektroraum zu sein. Natürlich fehlt der Sicherung, ganz natürlich. Natürlich. Die Sicherung fehlt wie immer, ganz klar. Die Sicherung ist natürlich per Knopfdruck rausgeflogen und liegt auf dem Boden und. Jetzt darf ich nach dem Scheiß, nach Scheiß Sicherung suchen, ja, im Dunkeln. Ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts, ich hab verloren einfach, ich hab einfach verloren. Ich hab einfach verloren. Boah, ich kann nicht mal zwei, ich kann nicht mal, guck mal, ich kann. Na klar, der Flur da ganz hinten, rot. Guck diesen Gang an. Was er sagt zu mir, was er sagt. Oh mein Gott. Ganz normal in Tokio, oder? Ganz normal, Floor 5. Das ist, ja, sie gehen Floor 5 und dann ganz nach hinten, da sehen Sie die rote Tür, ja, da, und da ist Blut auf dem Boden, die Wände sehen ein bisschen abgeranzt aus, aber genau da ist dann die letzte Sicherung. Laufen Sie einfach weiter, folgen Sie der Blutspur auf dem Boden, ist nur ein bisschen hoch, und alles gut, laufen Sie weiter. Genau so, weißt du? Enge Gassen, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm. Da kann ich wirklich die nächste Ecke sehen. Oh mein Gott. Oh, noch ein Gang. Nicht ein Schrank, ein Gang. Ist das eine Heizung? Oh, Blech. Puh. Nach links gehen besser, wa? Der Gang ist nicht so breit und da ist jetzt kommt safe was. Ich bin schon mittendrin. Das kann ich nicht mehr. Ich komme nicht mehr, eh nicht mehr raus jetzt hier. Oh mein Gott, ein Stahlträger. Ein roter auch noch. Leute, könnt ihr sowas spielen? Das ist ja mal Retalk, könnt ihr sowas spielen? Ohne.
Noch ein Stahlträger. Ich glaub, ohne Sound ist was alles viel chilliger. Ich glaube, Sounds machen halt auch voll viel aus. Ich hab's einfach runtergedreht, kann ich einfach durchschlagen. Ich glaube, die Sounds, die ficken mich am meisten. Bin ich ehrlich. Guck mal, ist ohne Sounds alles kein Problem, ich höre gar nichts. Ich laufe hier durch. Ah, guck mal hier, was kommt da hinten? Noch ein Blech, okay, ich hab ein bisschen Angst, habe ich auch noch ein bisschen, ich bin ehrlich. Aber ohne Sounds auf jeden Fall besser. Was ist das hier für Gänge, Mann? Ich bin nie wieder in Horror Game, also auf jeden Fall nicht on stream, Alter. Ihr hättet mich mal bei Departed sehen sollen, das war ganz schlimm gewesen. Warum leuchtet jetzt der Boden? Das gefällt mir gar nicht. Schränke. Alte Turnschuhe! Oh, hell no, jetzt kommt Licht. Oh nee, und auch Schränke, ich kann gar nicht mehr. Diese dreckigen Hunde. Ja, spiel mal ein gutes Spiel. Basti, spiel du das und kack dir nicht ein, das will ich sehen. Natürlich. Ganz normale Takula-Sicherung, ganz klar. Ich gehe jetzt nicht zurück. Einfach auf dem Boden. Problem gelöst. Hä? Easy. Ja, super easy, oder? Super easy. Oder? Ist ja nur der fünfte Flur, Leute. Ist ja nur der fünfte Etage. Ist normal für die fünfte Etage hier sowas. Komplett normal. Da war was. Nee. Ach, danke. Ich muss es wie. Komm her. Los, trau dich. Los, komm her. Los. So einfach geht's. Jetzt kommt was. Wird wahrscheinlich auch nicht im Sicherungsding warten, ne? Alles gut. Nicht hier hinten jetzt, wo ich die Sicherung einmachen muss. Nein. Der Rest in der Ecke. Scheiße, ist nur ein Bild. Wir gehen rückwärts raus. Füße! Da steht was hinter mir! Also cheesy Feeds. Boah, die ist ja mies am Chillen hinter mir, Mann. Also Leute, wir drehen uns jetzt. Guck mal hier. Also ich hab den Trick gemacht, rückwärts laufen und da steht eine Person hinter mir. Auf 3 drehen wir uns um. Okay, Leute, auf 3, okay? 1, 2! Ahahaha! 1, 2! Da sind sie ja. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt 4 Hebel, die sie noch umlegen müssen.
Warum sagst du mir, dass es noch vier gibt? Mach doch selber die vier Hebel, verdammte Scheiße. Du bist doch hier selber, es ist doch dein Flur hier. Ist kusch. Was mit mir ist? Ich gehe jetzt. Da ist die Tür. Aber noch die Hebel. Die Hebel. Bitte die vier Hebel noch um. Und dann können sie. Viel Erfolg bei der Arbeit. Immer noch. Ich war bloß gerade eine Parallelwelt. Blut auf dem Boden, enge Gänge, dreckige Wände. Für die Sicherung aber ist in Ordnung. Für. Tschüss. Deine Augenbraue ist ein bisschen. Ah, ist in Ordnung. Okay. Würde ich mal gerade behaupten, gehen wir rückwärts raus. In den Raum rein. Ich will ja nicht in den Gang gucken, Mann. Hängt da was? Die waren wir schon mal. Dieser Rundgang, Leute, dieser Rundgang. Ich kann diesen Rundgang nicht mehr. Da waren wir schon. Oh, du bist von TikTok Black. Okay, gut, da weiß ich Bescheid. Dankeschön. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir, ja? Wie geht's bei mir? Alles gut? Alles schick da, ja? Ja? Schön zu hören. Ja, alles gut sonst? Ja. Alles gut und dir? Ja, mir geht's Bombe. Kann mich beklagen. Ich und Horror Games sind auf jeden Fall beste Freunde. Wir gehen mal hinten in die Tür. Aber wir werden natürlich an der Wand. Wir küssen die Wand. Jetzt sag mir nicht, ich muss da von ganz vorne komplett einmal durch bis nach hier hinten. Ist doch abgekaspert hier. Ist doch alles abgekaspert. Ist doch hier alles abgekaspert, Freunde. Warum sagt sie, wenn ich jetzt noch vier Hebel sind und dann macht sie aber nichts? Und geht einfach random, sie verpisst sich einfach. Stupid ass bitch. Ganz schlimm. Warum ist da schon wieder rot auf dem Boden? Warum leuchtet es da rot? Da aufschließen! Wir haben einen Brief gekriegt.
ist Roger. Fuck, scheiß doch nicht. Das klingt nach einem guten Plan. Die Überwachungskameras gefallen mir. Oh, jetzt kommt einer von geradeaus. Jetzt kommt einer von geradeaus. Safe, safe. War die ganze zugewiesen. Safe kommt einer von geradeaus. Ich mach das auf und jetzt. Ich geh nur zum Fahrstuhl. Ich muss auf die erste Etage dafür, oder? Ja, ist mir schon klar. Hey? Hä? Die Überwachungskameras sind doch in der ersten Etage, bin ich dumm. Achso, nach hinten links war. Oh. Da in dem Raum, der jetzt abgesperrt wäre. Checkpoint.